Ja, vielen herzlichen Dank. Nicht nur für diese freundliche Einladung und Vorstellung, sondern auch für die Chance, tatsächlich die Gottesfrage zu debattieren, zu reflektieren, gerne auch zu meditieren. Ich mache das als ein Neutestamentler. Das heißt, wir schauen heute Abend auf die Bibel als Ganze, aber ich werde es von neutestamentlichen Standpunkten aus machen. Und ich habe diese Thematisierung Ihres Kurses zu einer Frage für mich selber gemacht. Gott neu denken. Der Leitbegriff des Neuen Testaments heißt Glauben. Gott glauben. An Gott glauben. Gott Vertrauen schenken. Was hat Gott glauben mit Gott denken eigentlich zu tun? Wer die Bibel liest, kommt sozusagen an die Ursprungserfahrung, die Ursprungsentdeckungen. Die waren nicht einfach schon gleich lösungsorientiert, sondern sie waren stark problemorientiert, sie waren erfahrungsgesättigt. Aber ich traue mir zu, die These zu vertreten, dass das Christentum sehr viel Glück gehabt hat, dass am Anfang Gestalten waren, nicht nur Jesus selbst, sondern auch Menschen wie der Apostel Paulus, die sicherlich zu den führenden Intellektuellen ihrer damaligen Zeit gehörten, die tief im Judentum verwurzelt gewesen sind, nämlich genau auch in dem griechischsprachigen Judentum, das die Mehrheit damals bildete und das ganz starke Auseinandersetzungen mit der griechischen Kultur, mit der griechischen Philosophie auch vorangetrieben hat. Gleichzeitig hat aber Paulus auch den Kontakt mit Jerusalem gesucht, was ihn dann zunächst mal auf einen Irrweg gebracht hat. Er hat unglaublich intensiv über sich selbst nachgedacht, wie er zum Verfolger der Kirche hat werden können und wie er sich erneuert hat. Und diese Fähigkeit führt dazu, dass auf den Punkt formuliert werden konnte, dass die Erkenntnis des Glaubens wirklich als eine Erkenntnis zum Ausdruck gebracht werden konnte, sodass dann in idealtypischen Szenen auch Paulus auf dem Areopag in Athen sich durchaus verständlich machen kann. Und damit hat er sozusagen eine Welle ausgelöst und viele andere inspiriert, sodass das Neue Testament eine sehr verdichtete Form von reflexiver Erfahrung, aber auch von kommunikativ geöffneter, wirklicher Theologie geworden ist. Das möchte ich heute Abend bei einem Thema diskutieren mit Ihnen, das mit der Treue Gottes zu tun hat. Ich erlaube mir gerade den Bildschirm zu teilen und wie gesagt, können Sie alle Folien gerne zur Verfügung bekommen. Gottes Treue. Die biblischen Verheißungen im Drama der Geschichte. Gottes Treue ist jetzt nicht einer der klassischen Begriffe, die so in jeder dogmatischen Gotteslehre auch besprochen werden, aber es ist ein Ausdruck, der sehr nah an Gottes Erfahrungen sein kann, der sehr nah an Gottes Irritationen sein kann, der immer irgendwie einen Horizont ausbreitet, der über das eigene Erfahren, über das eigene Glauben, aber auch über das eigene Denken hinaus führt. Und das sozusagen gerade macht dieses Motiv jeweils stark. Biblische Verheißungen im Drama der Geschichte. Wir müssen immer sehen, dass die Bibel selber ja ein geschichtliches Zeugnis ist, ganz und gar abhängig von der Zeit, in der die Bibel entstanden ist. Nicht die Bibel ist eine heilige Schrift, die in bestimmten Prägungen selber in den kanonischen Text hineinschreibt, unter welchen Bedingungen sie entstanden ist oder meinetwegen entstanden sein will. Also der menschliche Faktor, der geschichtliche Faktor ist in die Glaubensaussage selbst eingezeichnet.
Und die Exegese ist jetzt genau diejenige Disziplin, die diese Kontextualisierung analysiert, aber nicht mit dem Ziel, das biblische Zeugnis zu historisieren und dann sozusagen ins Archiv der Gedächtnisgeschichte zu stellen, sondern um es zu erschließen. Weil nämlich die Bibel von Anfang an geschrieben worden ist, damit sie intelligent, aber auch fromm gelesen wird, das Denken stimuliert, den Glauben wachsen lässt, die Hoffnung, die Liebe miteinander verbindet. Das sind die großen Worte, von denen auch viele, 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 viele Menschen umgetrieben werden, die jetzt nicht, sagen wir mal, jeden Tag in der Bibel lesen und die nicht kirchlich sozialisiert sind, denen aber die Gottesfrage nicht egal ist. Gott ist treu, heißt auf Griechisch Pistos Hotheos. Gott ist treu. Pistos. Und dasselbe Wort ist auch das Wort, mit dem im Neuen Testament und außerhalb des Neuen Testaments das Wort Glauben beschrieben. Gott ist treu, also kann man ihm trauen oder anders formuliert, Gott der Treue verdient Glauben. Gott ist ein Du des Glaubens. Und er ist keine schillernde Größe, sondern er hat einen Namen. Dein Name wird geheiligt, sagt Jesus im Vater unser. Er hat ein Gesicht, er hat Namen, er hat Menschen, die seine Ebenbilder sind. Und die denken über Gott nach, die entwickeln, was Glauben ist, und die können dann formulieren. Wir werden uns eine prägnante Formulierung gleich näher anschauen. Gott ist treu. Wann sagen Menschen das? Wann ist es wichtig, dass Gott treu ist? Unter welchen Bedingungen entsteht diese Rede? Und wie kann diese Überzeugung von der Treue Gottes über die jeweiligen Kontingenzen ihrer Entstehung hinausführen, sodass man auch heute noch mit diesem biblischen Glaubenszeugnis etwas beginnen kann. Gottes Treue ist in der Bibel kein Dogma. Steht auch nicht in unserem Glaubensbekenntnis, Gott ist treu. Sondern es ist mehr als ein Dogma. Nämlich, das werde ich zu begründen versuchen, eine reflektierte Erfahrung. Es ist eine vermisste Wahrheit in den Krisen des Lebens. Und Gottes Treue ist eine Hoffnung, von der der Apostel Paulus mal an der Schlüsselstelle sagt, es sei immer eine Hoffnung wider aller Hoffnung, denn es ist am Ende die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Gegen diese Hoffnung spricht alles. Das Leben genauso wie der Tod und trotzdem. Oder gerade deswegen ist diese Hoffnung prägend. Gottes Treue, so das gesamtbiblische Zeugnis, ruft Israel ins Leben. Gottes Treue bewährt sich in den Krisen der Geschichte und Gottes Treue schafft der Welt Zukunft. Das wird in verschiedenen Texten, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Bildern, in Gleichnissen, in Liedern, in Glaubensbekenntnissen zum Ausdruck gebracht. Im Neuen Testament hat Gottes Treue einen Namen, ein Gesicht, wenn man so will, ein Menschen, dem man die Treue Gottes ablesen kann, ist das Urteil des Glaubens, nämlich Jesus. Jesus, der Christus, der Messias Israels für alle Völker, sodass die Treue Gottes aus der Glaubensorientierung Israels heraus mit der Person Jesu universalisiert wird und zu einer Glaubensüberzeugung, jedenfalls grundsätzlich, all werden kann. Diesen Gedanken, dass Gottes Treue
die biblischen Verheißungen im Drama der Geschichte reflektiert, möchte ich in drei Schritten, die ungefähr gleich lang sein werden, reflektieren. Erstens eine Verdichtung im Bekenntnis, die zu einer Einladung zur Erkenntnis wird. Da werde ich von einem Paulustext ausgehen und ihn ganz genau unter die Lupe zu nehmen versuchen. Zweitens eine Vertiefung im Gedächtnis, eine Öffnung für Erfahrung. Ich möchte von diesem Ausgangspunkt ausgehen, Kontexte beschreiben, Parallelen nennen, die diese Überzeugung von der Treue Gottes darstellen. Da bleiben wir auch noch einmal im Bereich der Briefliteratur. Und drittens eine Verbindung im Glauben, eine Weiterführung im Leben. Dafür habe ich drei Beispiele aus der synoptischen Tradition, aus den Evangelien herausgesucht. Verdichtung, Vertiefung, Verbindung. Wir haben es mit reflexiven Texten zu tun, die nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, sondern die sich Menschen verdankt haben, die sich mit Gott in seiner Treue auseinandergesetzt haben. Bekenntnis, Gedächtnis, Glauben, ja, das sind Schlüsselworte, nicht zuletzt auch der christlichen Tradition, die zusammenhängen. Erkenntnis, Erfahrung, Leben. Sie merken, dass auch dort ein innerer Zusammenhang erschlossen werden soll und Einladung, Öffnung, Weiterführung. So ist jedenfalls meine Hermeneutik der Bibel, dass sie geschrieben ist, nicht einfach um Prozesse abzuschließen, sondern um Prozesse der Auseinandersetzung mit Gott, der Suche nach ihm, der Verbindung von Gottes und Nächstenliebe immer wieder anzustoßen. Und vielleicht ist das auch das Spezifikum, was jetzt die Bibel in diesem interdisziplinären Diskurs, den sie in diesem Spezialkurs verfolgen, einbringt. Schauen wir also zunächst eine Verdichtung im Bekenntnis, eine Einladung zur Erkenntnis. Ich mute Ihnen jetzt zu, ganz langsam, Schritt für Schritt, drei Verse aus dem zweiten Korintherbrief, und zwar den Eingangspartien dieses Briefes zu lesen. Und ich mache es ganz bewusst auch optisch so, dass die Augen nicht zu schnell über die Aussagen hinweggehen. Im zweiten Korintherbrief nämlich formuliert der Apostel Paulus, nach unserer heutigen Zählung ist das Vers 18. Es geht eigentlich noch um die Einführung in diesen Brief, den Grundsatz: Gott ist treu. Pistos ho theos. Gott ist treu. Das formuliert er als sein Glaubensbekenntnis, als seine Glaubenserkenntnis, die auch zur Erkenntnis der Korinther. Warum macht er das? In welchem Zusammenhang macht er das? Das lesen wir weiter. Unser Wort an euch ist nicht ja und nein. Gottes Sohn, Jesus Christus, der unter euch von uns verkündet wurde durch mich und Silvanus und Timotheus, ist nicht ja und nein geworden, sondern in ihm ist das Ja geworden. Sie merken, dass ich hier immer bei der eigenen Übersetzung sehr wörtlich übersetzen möchte. Denn was immer Gottes Verheißungen sind, in ihm, in Jesus Christus, ist das Ja und in ihm das Amen. Amen heißt ja, ja, so soll es sein. So ist es. Gott zur Ehre durch uns. Jetzt merken Sie, warum ich so langsam vorgegangen bin. Es ist hier sehr inhaltsdicht, wie der Apostel Paulus immer schreibt. Es ist sehr diskursiv, aber es ist gleichzeitig auch sehr erschließen. Unser Wort ist nicht ja und nein. Ja? So als ob einfach eine bestimmte Unbestimmtheit dieses Wort des Evangeliums, das Paulus verkündet, auszeichnete. Nein, es ist eine Bestimmtheit, die hier zum Ausdruck kommt. Worin ist diese Bestimmtheit begründet? Letztendlich dieses Ja, diese Zusage, diese Vorbotschaft begründet. Weil im Evangelium Jesus Christus verkündet wird. Und dieser Jesus Christus hat nicht sozusagen die
Gottesfrage einfach ins offene Ermessen gestellt. Entweder so oder entweder so. Dieser Jesus Christus, meine Worte, ist nicht ein Experiment, das Gott angestellt hat in den Augen des Paulus, sondern der Jesus Christus ist derjenige, in dem das Ja Gottes Person geworden ist. Das Ja Gottes zum Leben, das Ja Gottes zum Segen, auch das Ja Gottes zu den Korinthern, zu denen Paulus gegangen ist. Und diese Glaubensüberzeugung wird verwurzelt von Paulus in den Verheißungen Israels. In ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. So viele Verheißungen es gibt. Und das wird artikuliert, Gott zur Ehre durch uns. Versuchen wir das zu strukturieren. Gottes Treue wird zur Kurzformel des Glaubens. Das Bekenntnis arbeitet die Konfliktgeschichte des Apostels mit der Gemeinde auf. Vielleicht können Sie das schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Sobald man den Kontext betrachtet, wird es klar. Das Bekenntnis verweist auf Jesus Christus, den der Apostel verkündet. Das Bekenntnis erschließt der korinthischen Gemeinde die Verheißungen Israels und das Bekenntnis aktiviert die Gemeinde, die es spricht. Diese thetischen Charakterisierungen will ich jetzt nacheinander kurz durchgehen und reflektieren. Gottes Treue wird zur Kurzformel des Glaubens. Die Kurzformel verkürzt nicht, sondern verdichtet. Der christliche Glaube hat ein Bekenntnis. Dieses Bekenntnis ist immer positiv. Gehen Sie unser Credo, das langsam gewachsen ist, durch. Immer nur positive Sätze. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Möglichst positive, möglichst einfache, möglichst elementare Sätze, in denen etwas vom Geheimnis des Glaubens gesagt wird, zu dem wenigstens idealiter alle Ja sagen können. Amen, weil es nämlich das Ja Gottes zu den Menschen zu Wort bringt. Kurzformeln verkürzen nicht. Das Wort Gott ist treu bleibt immer als Marker gültig, auch wenn Sie noch und so noch differenzieren, wenn Sie andere Attribute heranziehen, wenn Sie Fragen stellen, ob das richtig ist von der Treue Gottes, wenn Sie weitere Aspekte bearbeiten. Sie werden es differenzieren können, aber es wird nicht falsifiziert werden. Falls das der Fall wäre, dann hätte man nicht mit einer Kurzformel des Glaubens zu tun, sondern der Glaube würde verkürzt. Die Korinther sind mehrheitlich Heidenchristen. Sie sind zum Gottesbekenntnis Israels bekehrt worden, das Jesus ihnen vermittelt. Der Glaube an Jesus ist, das macht Paulus in seinen Briefen ganz klar, immer zuerst Glaube an Gott, an den einen Gott Israels. Diejenigen, die als Gottesfürchtige diesen Glauben schon geteilt haben, sind im Vorteil, aber tun sie vielleicht auch schwerer, weil sie den Glauben an Gott nicht so leicht mit dem Glauben an Jesus Christus verbinden können. Die meisten, die in Korinth zur christlichen Gemeinde inzwischen zählen, kommen aber nicht aus dem Judentum heraus, sondern haben verschiedene Götter verehrt und ihnen wird jetzt dieses Gottesbekenntnis zugeeignet. Einer ist Gott, hatte Paulus im ersten Korintherbrief gesagt. Gott ist treu. Im zweiten Korintherbrief ist die Konsequenz. Die griechischen Götter, denen die Korinther ihrer großen Mehrzahl nach vorher geopfert haben, können nicht treu sein. Sie können deswegen nicht treu sein, weil es viele sind. Sie können nicht treu sein, weil sie selber angewiesen sind auf die Opfer, die ihnen dargebracht werden. Die Götter der Griechen sind launisch, aber treu sind sie nicht. Man muss um ihre Aufmerksamkeit kämpfen. Religion wird organisiert, damit die Götter gewogen bleiben. Treu sind sie nicht. Der eine Gott ist es. Ich würde die These riskieren,
dass man sagen müsste, nur wenn Gott der eine ist, dann kann ohne Einschränkung gesagt werden, Gott ist treu. Theoretisch wäre es aber vorstellbar, den einen Gott sich nicht als den treuen Gott vorzustellen, aber nur in der Theorie, nicht in der Erfahrung. Das Bekenntnis, das Paulus hier formuliert, arbeitet die Konfliktgeschichte des Apostels mit der Gemeinde auf. Paulus hat die Gemeinde gegründet, ein paar Jahre vorher, und er hat schon einen Brief geschrieben, in dem er innerkirchliche Konflikte geschlichtet hat. Da war er nämlich als Anwalt, als Leiter der Gemeinde angerufen worden und hat in der sicheren Überzeugung, dass seine Autorität unangefochten sei, geantwortet. Da hat er sich getäuscht. Denn der zweite Korintherbrief zeigt, dass es angesichts von Konkurrenten zu Auseinandersetzungen, fast zum Bruch der Beziehungen zwischen Paulus und der Gemeinde gekommen ist. Der Anlass waren Änderungen an Reiseplänen, die Paulus hatte. Er hatte ihnen versprochen, ich komme, dann ging das nicht. Dann kam dies dazwischen, dann kam das dazwischen. Und die Korinther hatten die Frage, ja, wer bist du denn, dass du zu deinen Versprechungen nicht hältst? Das steht hier auf jeden Fall im Hintergrund. Und das war ein empfindlicher Punkt, weil die Korinther schon im Spiegel des ersten Korintherbriefs offensichtlich den Verdacht hatten, dass sie vielleicht nicht gut genug seien für den Apostel. Jetzt aber sind diese tiefen Irritationen gelöst. Paulus schreibt einen Brief im Tenor der Versöhnung. Er blickt auf die Probleme zurück und er reflektiert die Lösung dieser Probleme. In diesem Aspekt spielt die Treue eine Rolle. Gottes Treue beweist sich für Paulus in der eigenen Treue zur Gemeinde, auch wenn es diese Auseinandersetzung gegeben hat. Er bleibt ihr treu und beweist sich in der Treue der Korinther zum Apostel, die aber zwischendurch in Frage gestellt wird. Und jetzt müssen wir Inhalt und Form miteinander verbinden. Der Brief selbst ist schriftliche Verkündigung des Evangeliums und als solcher ein Treuebeweis des Apostels. Also ein Satz, Gott ist treu, fällt nicht einfach vom Himmel, sondern wird wichtig in einer Konfliktsituation. Und diesen Satz auszudrücken, ihn auszuschreiben, ist selbst ein Zeugnis dessen, was ausgesagt wird, nämlich in diesem Fall, Gott ist treu. Dieses Bekenntnis verweist auf Jesus Christus, den der Apostel verkündet. Paulus hat im Team das Evangelium nach Korinth gebracht, deswegen werden Silvanus und Timotheus hier genannt. Im ersten Korintherbrief, das wäre ein abendfüllendes Thema, baut er zwei christologische Pfeiler auf: Kreuzestheologie, Auferweckungstheologie. Im zweiten Korintherbrief entfaltet er die Christologie der Versöhnung, die zum Brieftenor macht. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Nicht die Welt hat Gott mit sich versöhnt, sondern Gott ist derjenige, der aktiv wird. Und zwar dadurch, das ist die Glaubensüberzeugung, dass er Jesus Christus gesandt hat. Gottes Treue scheint durch den Tod widerlegt, hat nicht Gott Jesus im Stich gelassen, ist Gott nicht Jesus untreu geworden. Aber folgen wir dem ersten Korintherbrief, da gilt das paradoxe Gegenteil. Gerade im Kreuzestod Jesu offenbart sich die Unbedingtheit seines Ja, nämlich bis in das letzte Nein hinein und durch das letzte Nein hindurch. Die Auferweckung offenbart, dass dieses Ja nie wieder unter Vorbehalt gestellt wird und die Versöhnung zwischen dem Apostel und der Gemeinde offenbart die rettende Macht dieses Ja gegen jedes menschliche Nein. Das Bekenntnis erschließt der korinthischen Gemeinde die Verheißungen Israels. Was immer Gottes Verheißungen sind, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Gott sagt Ja und Amen zu seiner Verheißungsgeschichte mit Israel in Jesus Christus selbst. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass die meisten Korinther Heidenchristen gewesen sind, eine unglaubliche Ausweitung
des Horizontes, eine enorme Vertiefung ihres Glaubens, dass sie hier mit den Wurzeln Israels verbunden sind. Die Segensverheißung Israels lebt im Evangelium des Apostels auf. Das schauen wir uns gleich später nochmal im zweiten Teil am Beispiel des Galaterbriefes an. Die Korinther sind von Gott gesegnet, und zwar mit der Verheißung Israels, auch als Heidenchristen. Ja, das wird ihnen jetzt zugesprochen. Das Ja Gottes gilt euch, weil die Verheißungen, weil Gott treu ist, auch für euch zugänglich sind. Und die Tatsache, dass sie Heidenchristen sind, schließt sie nicht von diesem Ja Gottes aus. Die Erfüllung, von der Paulus prägt, ist die Bejahung der Verheißung. Nicht etwa die Vereinnahmung, wie man manchmal lesen kann. Je stärker die Erfüllung, desto größer die Verheißung. Je größer die Verheißung, desto stärker die Erfüllung. Das geht sozusagen nach dem Motto des göttlichen Überflusses auf, und das ist genau ein Ausdruck der Treue Gottes, die zu seinen Verheißungen steht. Israels Geschichte wird im Evangelium des Apostels Paulus erschlossen, nicht im Kern. Sie wird allerdings auch geöffnet für die Geschichte Jesu und die Wirkungsgeschichte in der Mission, denn die Korinther werden durch Jesus zu Mitgliedern des verheißenen neuen Bundes. Das ist dann zum Beispiel im ersten Korintherbrief ausgedrückt worden mit der Erinnerung an das letzte Abendmahl. Das ist mein Blut des Bundes. Vergossen für viele, heißt es bei Markus und Matthäus. Und dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, heißt es bei Paulus und bei Lukas. Und etwas später im zweiten Korintherbrief wird dann auch der neue Bund als der erneuerte Sinai-Bund zum Thema gemacht werden. Also das, was hier anklingt unter dem Vorzeichen der Treue Gottes, wird von Paulus ausgeführt. Und schließlich, das Bekenntnis aktiviert die Gemeinde, die es spricht. Die Korinther, gesegnet, sollen ein Segen sein, auch für Israel. Das ist ihre Sendung im Zeichen der Treue Gottes. Die Korinther werden durch das Evangelium fähig, Gott zu ehren, der treu ist, nicht? Gott zur Ehre durch uns, den Apostel und die Gemeinde mit dem Apostel zusammen. Die Verehrung, die das Bekenntnis in Worte fasst, realisiert sich im Lesen des Briefes. Das ist jetzt genau diese Vielschichtigkeit. Wenn Sie sich vorstellen, der Apostel Paulus, das war in der Antike so, hat den Text diktiert laut. Das kann man dem Griechisch anhören, dass das gesprochene Sprache ist. Das hat dann ein Sekretär aufgeschrieben. In der Gemeinde wird das, was der Sekretär aufgeschrieben hat, wieder laut vorgelesen. Und dadurch wird die Stimme des Apostels sozusagen laut. Und indem ich mir das jetzt vorlesen lasse, indem ich zuhöre, nehme ich wahr in des Wortes stärkster Bedeutung, was dort gesagt ist. Also ich bekenne mich zur Treue Gottes. Die Gemeinde, die Gottes Treue bekennt, ist selbst treu und von dieser Treue Gottes affiziert. Wenige Worte, wenige Sätze des Apostels Paulus, aber sehr vielschichtig, sehr konsequent unter dem Aspekt entwickelt, wer spricht, zu wem, über wen wird gesprochen, über Gott und wie wird die Verbindung zwischen Gott, dem Apostel und der Gemeinde gestiftet durch die Treue Gottes, die zur Sprache kommt in der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, die ein einziges Ja zu Gottes Verheißungen ist und die dann das Ja und Amen der Gemeinde evoziert, die Gott die Ehre gibt. In einer Zwischenreflexion möchte ich diesen Teil abschließen und gleichzeitig auch sozusagen ein wenig auf andere Sprachspiele schauen, in denen relevante Aussagen über Gott getroffen werden. Gottes Treue
ist ein Glaubensbekenntnis, das Sinn macht. Ich weiß, dass es ein Anglizismus ist, it makes sense, aber ich finde dieses Sinn machen eigentlich gar keine schlechte Formulierung, also ein Import ins Deutsche, weil die Kreativität des Sinns hier zum Ausdruck gebracht wird. Es entsteht etwas, was es ohne das Glaubensbekenntnis gar nicht geben würde, nämlich eine Überzeugung, die Wirkung hat im Leben derer, die diese Überzeugung teilen. Auf der einen Seite kann man rekonstruieren, auch wenn man nicht in die Tiefen der biblischen Theologie einsteigt, dass Gott treu ist, ist nur logisch. Wenn Gott mehr ist als ein Postulat, wie bei Kant, wenn Gott mehr ist, sozusagen als ein leerer Begriff, wie in manchen Präambeln von Verfassungen, wenn Gott sozusagen Sinn macht, dann ist er, wenn er der eine Gott ist, auch treu. Jedenfalls ist dann die Tatsache, dass Gott treu ist, eine Konsequenz. Leider hat sich die philosophische Tradition dann immer nur auf andere Attribute wie Allwissenheit, Allgüte und Allmacht konzentriert. Ja, das kann man alles diskutieren. Aber das Herz schlägt biblisch betrachtet bei anderen Themen, nämlich bei der Frage, wie die Beziehung zu Gott gestaltet ist. Und da ist dann die Treue Gottes etwas, was zur Herzkammer gehört. Dass Gott allerdings das Ja seiner Treue in Jesus Christus spricht, das kann man nur glauben. Und dass man es nur glauben kann, das kann ich auch philosophisch verstehen und reflektieren. Gott ist ja kein Postulat, Jesus Christus ist ja kein Postulat der Vernunft, sondern ist ein Mensch, der von Gott gesandt ist, wie im Glauben gesagt werden kann. Gottes Treue bewährt sich in der Krise, wie wir das gesehen haben, Beziehungskrise der Korinther, Schwierigkeiten der Korinther, Zugang zum Evangelium zu gewinnen. Gott, der treu ist in der Krise und sich in der Krise bewährt, ist nicht unbeweglich, wie das ein Postulat der Stoa ist, das auch, ich sage leider Gottes, durchaus gewisse Resonanzen in der patristischen Theologie hatte. Gott ist nicht unbeweglich, aber Gott ist verlässlich. Er ist sich selbst treu. Er bleibt der eine lebendige Gott. Menschen, die untreu sind, könnte vielleicht einschränkend sagen, die immer wieder untreu sind, brauchen Gottes Treue. Und das ist das Evangelium. Sie können ihr trauen. Und die Beziehung ist dramatisch, weil Gottes Treue sozusagen sich von der menschlichen Untreue affizieren lässt und an seiner Treue, an seinen Verheißungen festhält, sodass er zum Heil führt, aber durch das Gericht. Und da kommen die Krisen zum Ausdruck, in denen die Treue Gottes gebraucht wird. Ein erster Punkt, Verdichtung im Bekenntnis, Einladung zur Erkenntnis. Ich glaube, es wird deutlich, wozu Paulus die Korinther eingeladen hat, bleibt eine Einladung an alle, die das Evangelium kennen und sich mit ihm auseinandersetzen. Ich versuche eine Vertiefung, bringe den Begriff des Gedächtnisses rein, der auch stark biblisch geprägt ist als Vergegenwärtigung und spreche nicht nur von Erkenntnis, sondern auch von Erfahrung, was kein Widerspruch zu sein braucht. Erfahrung ist ja nicht nur das, was man erlebt, sondern das, was reflektiert wird. Erkenntnis ist in der biblischen Sprache sehr eng mit Liebe verbunden und hat deswegen nicht nur mit Intelligenz und Wissen zu tun, sondern auch mit Auseinandersetzung, mit Wahrnehmung. Aber Erfahrung ist doch noch mal etwas anderes, weil das, wovon das Neue Testament Zeugnis ablegt, jetzt nicht in erster Linie mal ein intellektueller Crashkurs ist und dann kommt sozusagen der Glaube,
vielleicht am Ergebnis heraus, sondern es sind Lebensprozesse, die in allen Krisen stattfinden, gefiltert werden, gesteigert werden, transzendiert werden und dann sozusagen öffnet sich die Perspektive des Glaubens. Was Paulus den Korinthern erschließt, ist ein großes Thema des Neuen Testaments. Dem Wort und der Sache nach bezeichnet Gottes Treue seine Identität im Wandel der Zeiten. Seine Liebe in den Irrungen und Wirrungen menschlichen Lebens und seine Gerechtigkeit in der herrschenden Ungerechtigkeit der Welt. Würde ich jetzt hier so eine Art biblische Mindmap erstellen, so mit den Beziehungen zwischen den zentralen Begriffen, würden da ganz enge Beziehungen laufen. Und diese drei Aspekte, Identität im Wandel der Zeiten, Liebe in den Irrungen und Wirrungen menschlichen Lebens, Gottes Gerechtigkeit in der herrschenden Ungerechtigkeit der Welt, würde ich gleich ein Beispiel darstellen. Jesus verkörpert Gottes Treue. Jetzt nur sozusagen der kleine exegetische Nachweis, dass 2 Korinther 1,18 nicht alleine steht. Im ersten Korintherbrief hatte Paulus schon geschrieben: Treu ist Gott, der euch zur Gemeinschaft seines Sohnes berufen hat, Jesu Christi, unseres Herrn. Ja, Einführung des ersten Korintherbriefes, Einführung des zweiten Korintherbriefes, also auch ein großes Kontinuitätsmoment. Der Apostel selbst ist verlässlich. Ja? Er ist nicht unzuverlässig, sondern er ist verlässlich. Wir haben schließlich im ersten Korintherbrief eine Reflexion des Exodus mit der Manna-Geschichte und dem Felsen, aus dem das Wasser geschlagen wird. Und auch dort steht dieses Bekenntnis, diese Kurzformel des Glaubens: Treu ist Gott, in einem ganz schwierigen, aber existenziellen Zusammenhang, der auch am Ende für das Vaterunser kennzeichnend ist. Gott wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft in Versuchung geführt werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr bestehen könnt. Ja, das ist genau der Sinn von führe uns nicht in Versuchung, nur von der anderen Seite her sozusagen dargestellt. Versuchungen gehören zum Glauben dazu. Gerade weil es den Glauben gibt, gibt es auch die Versuchung des Glaubens hier in 1. Korinther 10, dass sich die Korinther zu sicher sein könnten, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und genau das wird zu einem Desaster, insbesondere für die Armen. 1. Thessalonicher Brief: Treu ist, der euch ruft. Er wird es auch tun. Das ist der älteste Brief des Apostels an eine heidenchristliche Gemeinde, ganz am Schluss gestellt. Und schließlich auch der nicht so bekannte Hebräerbrief: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, denn treu ist, der verheißen hat. Ich habe in den Folien jetzt gleich auch eine Ausführung zum Hebräerbrief vorbereitet. Ich werde die aber jetzt im Vortrag überspringen. Ich wollte sozusagen hier mein exegetisches Gewissen beruhigen und Sie mit Informationen versorgen, aber ich würde sonst zu lange sprechen. Treue ist ein biblisch tief verwurzelter Begriff, der philosophisch hochkompatibel ist und deswegen taucht er in den Briefen auf. Er kann Heidenchristen originäre Theologie vermitteln. Theozentrik und Christologie gehören zusammen, nur ganz kurz. Auch im Blick auf Jesus Christus ist von seiner Treue die Rede. Im Hebräerbrief etwa: Er musste in allem den Menschen gleich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester werde vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst in Versuchung gebracht, gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Daher, heilige Geschwister, einer himmlischen Berufung teilhaftig, schaut auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Er ist treu dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem Haus. Und schließlich die Offenbarung des Johannes. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, treuer Zeuge, Erstgeborener von den Toten, Herrscher der Könige der Erde. Er hat uns geliebt und von unseren Sünden erlöst in seinem Blut. Die Treue Gottes, die sich in der Treue Jesu erweist, ja, das ist der innere Zusammenhang. Und das allein zeigt Ihnen, dass wir jetzt schon in ganz vielen verschiedenen Ecken des Neuen Testaments unterwegs
gewesen sind, die alle sich auf Israel zurückbeziehen und die alle diese Treue Gottes nicht für selbstverständlich nehmen, sondern von ihr ausgehen und mit ihr Theologie zu machen. Gottes Identität im Wandel der Zeiten. Ich möchte jetzt einen kurzen Passus aus dem Galaterbrief in diesen drei Schritten mit Ihnen lesen und ganz knapp interpretieren, in dem dieser Zusammenhang deutlich wird. So wie Abraham, schreibt Paulus, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er kennt also, die aus Glauben sind, die sind Kinder Abrahams. Da aber die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden, die Völker aus Glauben rechtfertigen wollte, verkündete er Abraham im Voraus, in dir werden alle Völker gesegnet werden. So werden die aus Glauben mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Gottes Treue wird bei Paulus reflektiert rechtfertigungstheologisch. Und der Kernsatz, etwas vorher formuliert, lautet: Menschen werden nicht durch Werke des Gesetzes, sondern durch den Glauben an Jesus Christus erlöst. Und seine These lautet: Das ist gerecht, weil Menschen im Glauben Gott anerkennen. Abraham ist das Musterbeispiel. Gott sagt ihm, laut Paulus, seinen Bund zu, er weckt seinen Glauben, er anerkennt ihn als Gerechtigkeit, er ist mit ihm unterwegs in allem Auf und Ab seines Lebens, das durch Gottes Berufung bestimmt ist. Jetzt kann man sozusagen die ganzen Abrahamsgeschichten hier einspielen. Paulus formuliert es nur auf den Punkt. Gott also ist sich selbst treu, so die Überzeugung des Apostels, indem er allen Völkern seinen Segen spendet und dafür Abraham und seinen Nachkommen auserwählt. Dann aber ist die Öffnung für die Heiden, für die Paulus kämpfen muss im Galaterbrief, kein Bruch, sondern eine Realisierung oder Erfüllung der Verheißung. Gottes Identität im Wandel der Zeichen. Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Gottes Liebe in den Irrungen und Wirrungen menschlichen Lebens. Lese weiter, es sind harte Worte des Apostels, die aber aus Gesetzeswerken sind, sind unter einem Fluch. Denn geschrieben steht, verflucht ist jeder, der nicht bei allem bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, dass es getan werde. Dass aber im Gesetz niemand gerechtfertigt wird für Gott, ist klar, denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer sie tut, wird in ihnen leben. Da wird sehr verdichtet, ja, ich habe es versucht, transparent zu machen, auf welche Schrifttexte Paulus verweist, deutlich, Rechtfertigung umfasst das Gericht, in dem Gott aus Liebe die Sünde verflucht. Nicht, das muss man immer sagen, um sie zu verdammen, sondern um sie ohne Verdrängung, Vertuschung für seine Gerechtigkeit zu gewinnen. Erlösung ist hart. Ja, alles andere wäre allerdings ziemlich zynisch. Das Gesetz kann nicht retten, aber das Gesetz kann die Sünde aufdecken. Wer auf das Gesetz vertraut, vertraut aufs eigene Tun und gibt sich der Illusion der Selbstrechtfertigung. Das Problem haben nicht die Juden, sondern die Galater, die an Jesus glauben, aber die Treue Gottes unterschätzen. Hoffnung macht der Glaube, denn Gott schenkt denen das Leben, die es von ihm empfangen wollen. In Jesus Christus ist es vorgegeben und im Glauben wird es angenommen. Diese Gerechtigkeit verwirklicht sich in der herrschenden Ungerechtigkeit der Welt. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Ich merke genau die Weiterführung des Gedankengangs, indem er für uns zum Fluch geworden ist, denn geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit zu den Völkern der Segen Abrahams gelangt in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes erlangen durch den Glauben. Und auch hier, die paulinische Rechtfertigungslehre ist konsequente Christologie der Proexistenz. Er ist für uns zum Fluch geworden, ne? Zu unseren Gunsten, an unserer Stelle. Jesus nimmt nämlich stellvertretend den Fluch auf sich, so die Glaubensüberzeugung des Paulus, der alle Gesetzesübertreter trifft. Und das sind alle. Da kann sich niemand rausnehmen, weil man nicht aufrechnen kann. Man kann nicht sagen, ich habe aber doch auch Gutes getan. Ne? Das ist Zynismus.
Man muss für seine Untaten einstehen und fragen, warum man das gemacht hat. Und dann kommt man in tiefe, heute würden wir sagen, psychologische Schichten eines verqueren Menschseins, die dann auch zeigen, mit alles nicht so schlimm gewesen, ist niemandem geholfen, denn es geht wirklich um eine Erneuerung oder Paulus sagt dazu, um eine Neuschöpfung des Menschen. Diese Stellvertretung öffnet den Raum der Gotteserfahrung bei allen Völkern. Sie erlangen den verheißenen Segen Gottes Treue durch den Glauben, indem sie Gott vertrauen, dass er in seiner Treue durch Jesus alles zum Heil getan hat. Und jetzt nennt Paulus das Rechtfertigung, weil er damit klärt, dass Gottes Gnade nicht Willkür ist, sondern Konsequenz seiner Gottheit, Ausdruck seiner Liebe, die Recht schafft, wo Unrecht herrscht, zuerst im Herzen von Menschen. Gerechtigkeit also ist Treue Gottes zu seinen Verheißungen. Ich habe jetzt den gleichen Gedankengang noch einmal am Hebräerbrief durchgespielt. Das werde ich jetzt, habe ich in die Texte bekommen Sie mit den Kurzexegesen. Ich denke, dass wir da eine ganz ähnliche Gedankenstruktur haben. Könnte man auch im ersten Johannesbrief und so weiter ausweisen, ist jetzt nicht unser Thema. Ich lasse nochmal diesen Reflexionstext stehen, weil ich jetzt mit einer Reflexion das dritte Kapitel und das letzte Kapitel einleiten möchte. Der Hebräerbrief arbeitet eine tiefe Glaubenskrise seiner Gemeinde auf, nämlich den Verdacht, dass Gott letztendlich doch nicht so sehr an den Menschen interessiert sei. Gott ist unsichtbar, Gott ist fern. Was hat Gott mit dem Leben zu tun? Er ist im Himmel, wir sind auf der Erde. Das ist eine tiefe Glaubenskrise. Und der Hebräerbrief will diese Glaubenskrise lösen, indem er die starken Verbindungen zwischen Gott und den Menschen, die es gibt, benennt. Und die wichtigste ist Jesus. Und von diesem Jesus spricht er in diesem Zusammenhang, nachdem er im 11. Kapitel eine lange, lange, lange Liste von Namen genannt hat, Menschen, die mit der Verheißung Gottes unterwegs sind. Von Adam fängt er an und geht bis in die neutestamentliche Zeit hinein, auf jüdischer Ebene, mit der Perspektive, sie haben die Vollendung nicht erlangt, weil sie nicht ohne uns vollendet werden sollen. Also, Gott ist treu und die Treue Gottes schafft Zeit. Und diese Zeit muss genutzt werden und Glauben ist die Form, die Treue Gottes wahrzunehmen. So, und jetzt die Verbindung im Glauben, die Weiterführung im Leben. Glaube ist die zentrale Kategorie des gesamten Neuen Testaments. Glaube ist Erkenntnis, Glaube ist Bekenntnis, Glaube ist Vertrauen, Glaube ist Verhalten. Es gibt nicht nur den sogenannten Fiduzialglauben, also so eine innere Überzeugung, sondern es gibt einen reflektierten Glauben, es gibt einen kritisierten Glauben, es gibt natürlich auch einen verfehlten und missbrauchten Glauben. Aber Erkenntnis und Bekenntnis gehören zusammen, Vertrauen und Verhalten gehören zusammen. Glauben gibt es nur in der ersten Person. Gott als ist dann noch zu viel. Singular und Plural. Ich glaube und wir glauben. Ja, ohne dass Menschen sagen, ich glaube oder wir glauben, gäbe es den Glauben gar nicht. Paulus und der Hebräerbrief verwurzeln den Glauben in Israel und öffnen ihn für das Leben aller Menschen, auch der Heiden. In den Evangelien, auf die ich jetzt mit drei Beispielen eingehen möchte zum Schluss, wird nicht Gottes Treue als solche, expressis verbis, zum Thema, aber als geglaubte Wirklichkeit zum Zeugnis. Zum Zeugnis, das wahrgenommen und angenommen werden soll. Das sind einfach die unterschiedlichen Sprachspiele, dass sie die zentralen Begriffe, auf die sich das Christentum einigt, vor allen Dingen in den Briefen finden und die noch viel grundlegenderen Erzählungen, die von den Begriffen aufgefasst werden und die die Begriffe mit Leben erfüllen, dass sie die in den Evangelien haben. Drei Beispiele möchte ich kurz angucken. Die blutflüssige Frau im Markus-Evangelium, die kananäische Frau im Matthäus-Evangelium und die liebende Sünderin im Lukas-Evangelium. Wenn Ihnen jetzt auffällt, dass das drei Frauen sind, ja, es ist bewusst gemacht, weil wir ja sonst, müssen wir ehrlich sein, auch schon eine ziemlich männliche Perspektive
hatten. Das hängt aber einfach mit den historisch gewachsenen Entstehungsbedingungen der Bibel zusammen. Schauen wir uns das markinische Paradigma an und ich lese jetzt sozusagen eine Schlüsselszene aus dem Markus-Evangelium. Und eine Frau, die an Blutfluss litt, 12 Jahre lang, und viel von vielen Ärzten erlitten hatte und alles, was sie hatte, ausgegeben und keinen Nutzen gehabt hatte, war es doch immer nur schlimmer gekommen. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten an Jesus heran, stellen Sie sich mal die Situation möglichst plastisch vor, und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt werden. Und sofort vertrocknete die Quelle ihres Blutes. Sie erkannte am Leibe, dass sie gesund war von ihrer Plage. Und sofort erkannte Jesus die Kraft, die aus ihm gekommen war. Er wandte sich in der Menge um und sagte, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger sagten ihm, du siehst die Menge, die sich um dich drängt und sagst, wer hat mich berührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die das getan hat. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, weil sie wusste, was ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Und sei gesund von deiner Plage. Ja, das ist so eine der mitreißenden Szenen des Evangeliums, wo sozusagen das Ganze in wenigen Versen dargestellt wird. Je mehr man von den historischen Bedingungen weiß, desto lebendiger sozusagen wird diese Geschichte. Der Glaube der Frau ist nicht schon die magisch affizierte Hoffnung, die sie in Jesus einen Wundermann suchen lässt, der mit Heilenergie aufgeladen ist, sondern ist die Wendung, die durch seine Frage entsteht. Sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Sie vertraut ihm ihr Leben an. Der Friede, in dem die Frau ihr Leben weiterführen soll, ist nicht vom Krieg mit der Krankheit geprägt, die sie unrein werden ließ und zu einer unberührbaren machte. Gottes Treue, die zum Glauben führt, überwindet die Krankheit. Gottes Treue macht gesund. Die Frau wird zum Vorbild auch für die Jünger. Die Frau glaubt, die Jünger werden es lange nicht tun. Entschuldigung, ich repariere noch die paar Fehler und dann bekommen Sie die PowerPoint nochmal zugeschickt. Ein matthäisches Paradigma. Jesus ging von dort weg und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Das ist im heutigen Libanon. Und siehe, eine Frau, eine Kananäerin aus jener Gegend, kam heraus und schrie und sagte, Erbarm dich, meine Herr Sohn Davids, meine Frau ist von einem bösen Geist besessen. Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Da traten seine Jünger heran und baten ihn, indem sie sagten, lass sie gehen, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er aber sagte, es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Da sagte sie, ja, Herr, denn die Hunde fressen ja von den Brocken, die von den Tischen ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sagte, o Frau, dein Glaube ist groß. Es geschehe dir, wie du willst. Und geheilt war ihre Tochter von jener Stunde. Auch das eine Geschichte, ne? Mit lauter Pathos, mit lauter Irritation. Ein Streitgespräch, das Jesus verloren hat. Dieses hier, die Frau hat ihn besser verstanden als er sich selbst. Matthäus hat stärker als alle anderen Evangelisten betont, dass Jesus, der geborene Jude, sich auf Israel konzentriert, während erst Ostern die universale Weitung bringt. Die Frau schlägt sozusagen Jesus mit seinen eigenen Waffen. Den Kindern Israels fehlt nichts, wenn auch für die Heiden. Was abfällt, denn, so wäre das theologische Argument, es ist mehr als genug für alle da. Geteilter Segen ist doppelter Segen. Der Glaube einer Heidin ist groß, der Glaube der Jünger nach dem Matthäus-Evangelium immer wieder klein. Die sollen sich also an ihr orientieren. Und Gottes Treue zu Israel wird nicht verraten, wenn auch die Heiden das Brot bekommen, das sie zum Leben brauchen. In seiner Treue überwindet Gott
die Grenze zu den Heiden, er vertreibt die bösen Geister. Die dritte Beispielgeschichte im Lukas. Einer der Pharisäer bat Jesus, mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, eine Sünderin. Da sie erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers saß, brachte sie ein Alabastergefäß mit Öl, trat von hinten an seine Füße heran, wusch sie mit ihren Tränen, trocknete sie mit den Haaren ihres Kopfes, küsste ihm die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, würde er wissen, was für eine Frau das ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Und Jesus antwortete und sagte ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Der aber, Lehrer, sagt, sprich. Zwei Schuldner hatte ein Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Als beide es ihm nicht erstatten konnten, schenkte er es ihnen. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, dem er mehr geschenkt hat. Er sagte ihm, du hast richtig geurteilt. Und sich der Frau zuwendend, sagte er, Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus gekommen bin, hast du mir kein Wasser über die Füße gegeben. Sie aber hat mit ihren Tränen meine Füße benetzt und mit ihrem Haaren mich abgetrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Meinen Kopf hast du nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, viele Sünden werden ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Zu ihr sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die mit ihm saßen, untereinander zu reden. Wer ist der, dass er Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Ich brauche jetzt nicht nochmal zu sagen, dass auch das eine Schlüsselszene ist. Lukas hat viele Geschichten in seinem Evangelium erzählt von angeblich schwachen Frauen, die in Wahrheit stark sind, so auch diese. Die Sünderin, ich formuliere es ganz bewusst so, um die Dialektik herauszuarbeiten, demütigt sich zu Füßen Jesus. Aber sie erweist durch den Luxus ihrer Gaben und die Intimität ihrer Salbung ihre Liebe, die ihre Größe ausmacht. Und deswegen wird sie nicht klein, sondern groß durch Jesus. Der Pharisäer, der ja aber immerhin Jesus bewirtet, hätte mit seinem Einwand recht, wenn Jesus nicht Jesus wäre. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Der Messias, der nicht selbst zum Sünder wird, sondern Sünder zu Gerechten macht, wenn er mit ihnen umgeht, weil er ihren Glauben weckt. Das ist die Botschaft. Das Beispiel zeigt die paradoxe Gerechtigkeit Gottes in der Erlösung aus Liebe. Die Frau kommt vor. Jesus schaut sie an. Und Jesus sagt, Simon, du redest, als ob es die Frau nicht geben würde. Das ist auf der Performativ. Gottes Treue will der Pharisäer als Grund für seine verstohlene Kritik an Jesus anführen. Gottes Treue überwindet aber die Sünde, indem sie, wie Jesus, der Liebe recht gibt. Jesus schaut die Frau an und benennt ihre Stärke. Damit erteilt er dem Pharisäer Simon und den Jüngern eine theologische Lektion, nämlich wie kreativ Gottes Treue in der Versöhnung menschlicher Untreue. Kommen wir zu einem kurzen Abschluss. Gottes Treue, ich habe mir mal dieses Bild zu prägen erlaubt, ist ein Rettungsanker in stürmischer See. Sie wird von Jesus und vom gesamten Neuen Testament in der Tradition Israels bezeugt. Sie ist eine Glaubensüberzeugung, die nicht irrational, sondern vernünftig ist, die aber nicht allein aus dem Begriff Gottes deduziert, sondern aus dem Erfahrungsraum des Glaubens induziert wird. Sie wird fragwürdig, weil es Schuld, Not und Tod gibt, die Gott nicht verhindert. Sie wird glaubwürdig, weil dort, wo Gottes Treue bekannt wird, die Brüche des Lebens nicht verdrängt, sondern aufgedeckt werden, aber weil dort mit der Größe Gottes gerechnet wird, die in seiner Liebe besteht. Gottes Treue ist seine Vorsehung
die Menschen nicht zwingt, sondern befreit. Und das beste Zeugnis für Gottes Treue ist der Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.